Yo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, Mazdak, euer bester Freund. Heute am Start mit einem weiteren sehr interessanten Casting. Sehr interessante Kandidaten, sieht zumindest interessant aus. What? Mit dem Bruder Mehrzat Marashi am Start. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Gewinner von der SDS, der uns hier seine Meinungen mitgeben wird. Denkt dran, dieses Video zu liken, Freunde, für den Algorithmus, Kommentar. Abonnieren natürlich nicht vergessen, haben aber sowieso die meisten von euch. Ich küsse euer Herz und ich würde sagen, let's go, der Hase. Die nächste Kandidatin steht schon bereit. Ich bin Ilaria, ich bin 24 Jahre alt und ich komme aus Hagen. Buongiorno. Und ich bin Friseurin. Ich bin fertig mit meiner Ausbildung. Ich liebe Make-up, ich liebe Haare, also ich muss immer gut aussehen. Sieht auch gut aus, also kann man nichts gegen sagen. So viele Schminken zu Hause, dass ich mich manchmal schäme. Ich bin Schminken in Italien groß geworden und ich bin hier in Deutschland seit 4 Jahren. Okay. Seit 4 Jahren erst. Ich bin Orazio, bin der Bruder von Ilaria. Ja, und ich bin der Vater Enzo. Und, ja, Ilaria ist meine Tochter. Geboren ist Ilaria in Deutschland, hat aber 17 Jahre lang bei ihrer Mama auf Sizilien gelebt. Ja. Muss man, immer, Chiara. Wenn, ja, immer wenn Italiener da sind, kriegen die Liebe. Ja, ja, klar, normal. Ich glaube, die essen gerne Nudeln und so. Pizza. Die Sizilianer sind mehr so richtig laut. So. Das ist okay, so. Guck mal hier, Moment. Also bei uns, was italienisch ist Essen. Als hätte ich einen Schlumpf den Arsch Bruder, ich küsse doch dein Herz. Video direkt nicht werbetauglich wieder. Schlimmer als ich. Nimm das bitte nicht so ernst. Bitte nicht beschweren. Schreib mich bitte nicht privat an. Du siehst richtig geil aus. Nein, es geht doch gar nicht darum, dass sie sagen, sie ist hässlich. Aber sie sagen, die Farbe des Lippenstifts. Ja, ja, klar. Feier ich jetzt auch nicht. Aber ist halt ihr Style. Ja, nur Essen. Ihr Bruder Orazio ist Ilarias Ein und Alles und er ist ihr größter Fan. Wir haben immer Spaß zusammen. Nein, das ist auch meine Schwester. Wir lachen immer. Ja? Immer. Zum Glück habe ich so eine Familie. Meine Schwester macht was? Ja. Alles geil, hab's genau. Ja, gut. Ja, für die Kamera kommt so auch mal in die Küche, ne? Durch ihren Bruder ist Ilaria jetzt auch Tante. Für einen Familienmenschen wie sie ist das etwas, woraus sie Kraft zieht und was die Familie noch enger zusammenschweißt. Vor allem Bruder und Schwester. Schöne Story. Kann sie oder kann sie nicht? Mein Bruder war ich sag ja. Und ist alles für mich. Ich bin heute mit meinem Bruder. Ciao. Bella. Also meine Familie wartet auf mich. Da kannst du ja ganz beruhigt sein, oder? Also ich bin um 4.30 Uhr wach geworden. Ich zitter die ganze Zeit. Hast du auch so gezittert? Nee, aber ich sag dir echt nicht? Nee, also gezittert habe ich nicht, aber es war halt irgendwann, weißt du, was das Schlimmste ist? Was? Bevor du singst, stehst du teilweise wirklich locker 10 Stunden, 8 Stunden zusammen. Boah. Und du siehst in dieser Zeit immer wieder Leute rausgehen, rausgehen und denkst, ja, Alter, scheiße, bin ich der, der mit Tränen jetzt hier gleich rausgeht? Oder bin ja, ich aber man weiß doch vorher, ob man was drauf hat oder nicht. Ja, aber du wusstest, du hast was drauf. Alter, ich habe deine alten Songs mit dir gehört. Aber Bruder, die waren geil. Aber das Ding ist, da sind auch Leute rausgeflogen, wo ich im, sozusagen im Warteraum niemals gedacht hätte, dass die rausfliegen. Ja, passiert. Und die werden nicht mal gezeigt dann oft. Ja, weißt du, was ich meine? Passiert. Vielleicht waren die entertainmentmäßig zu schwach. Einfach zu langweilig. Ja, ist einfach so. Aber ich bin ein Power-Schlumpf. Junge, ich wollte gerade sagen, hast du das schon geguckt? Kann aber nicht sein, denn wir haben eben zusammen erst vorhin diese Premium-Scheiße da habe ich gemacht und so. Und man kann das jetzt erst gucken. Wie kommst du darauf, alles zu wissen, Alter? Ich komme gerade nicht auf mein Leben klar. Ich bin eigentlich sehr klein. Aber eigentlich. Ich habe eine starke Stimme, also wirklich. Aber ein Fernglas! Das ist Dieters das ist so riesig ja, ja. Riesengroß! Hübsch bist du aber auch. Also ich bin 1,53 Meter, also... Das war ein aber Schiller. Mit den Schuhen. Der sah eine linke wirklich, ne? Bestimmt. Ja, der sah wirklich so aus. Guck mal, wie groß bist du? Ja, wirklich, 1,53 Meter. Ja? Ja? Ohne Schuhe auch? Ne, auch ohne Schuhe, ja. Okay. Ja, war nur Spaß. Aber boah, das kann ich mir gar nicht vorstellen. 1,53 Meter ist ja mega klein. Ist genauso groß wie der Abstand für Corona. Nimmst du sie immer so. Gibst du so. Viele große Stars wie Pink sind ganz klein. Ja. Woher kommst du denn? Sie ist nervös. Hagen. Hagen? Ja. Okay. Wie alt bist du? 24.
Was machst du in Hagen? Friseurin. Ich bin Friseurin. Ich bin schon fertig mit meiner Ausbildung. Ja, richtig. Man verdient Scheiße, oder? Also leider. Der Job ist wirklich unterbezahlt. Ist so, ist wirklich so. Leider. Die so wichtig sind und trotzdem... Aber egal, also das macht mir Spaß und ich mach das gerne. Ja, was heißt wichtig sind? So wichtig ist es auch nur wieder nicht. Ja doch, das oder überleg mal, wie viele Leute kennst du, die mindestens zweimal die Woche zum Friseur gehen. Haare, Bart, ich kenne so viele Verrückte, die gehen. Aber wie gesagt, bei mir ist ja was ganz anderes nochmal. Ihr seht, ich bin im Haven-Modus so. Sein Friseur ist Gott. Ja, einfach Natur gelassen. Nein, Spaß. Nebby schneidet meine Haare und macht auch meinen Bart. Sag ich das ehrlich, aber wir haben hier auch in der Gegend nichts. Du weißt ja, wie abgelegen ich lebe. Und dann eine halbe Stunde zu einem Friseur fahren? Ja, niemals. Kein Bock. Was singst du? Ich singe Shallow von Lady Gaga. Oh, was? Lady Gaga. Shallow. Shallow. Ist das das Vibe? Nein. Das ist eine ganz tiefe Stimme. Von diese Film, was sie gespielt hat. Weißt du? Der hat auch so einen Film gespielt. Ich kenne den auch nicht. So fitzige Stimmen, ne? Aber war irgendwie so ein musical-mäßiges Ding ist das. Also, ich hoffe, dass es euch auch gefällt. Weiß ich nicht. Dann singen wir. Sehr schöner Song. Dankeschön. Bin ich gespannt. Wie ist die Kleine nochmal? Wir drücken dir die Daumen auf jeden Fall. Ja, Don't you know it's das? Den Song kenne ich, Bruder. Was sagst du da? Ich küsse doch dein Herz. Ich kenne den. Das ist ein geiler Song. Kranke Sängerin auch. Tell me something, boy. Oh, you try and try to feel the void. Wenn sie singt, kriege ich immer die Gänsehaut. Ich liebe meine Schwester. Normal. I'm falling. In all the good times I find myself longing. Sagst du? Ich würde gerne mal wissen, was du sagst, als Konsument. Ich bin der Konsument, genau. Ich sag dir, es ist okay, es ist gut. Ich hätte aber von ihr ein bisschen mehr erwartet. Ne? Allein von der Optik und allem. Hätte jetzt irgendein Trash-Typ das so gesungen, hätte ich direkt gesagt, boah, weiter geil. Ja, so. Erwartungshaltung ist sehr hoch. Sie hat selber auch schon sehr hoch gepokert. Natürlich, das war noch selber schuld teilweise, aber mich stört dieses I'm falling. Weißt du warum? Weil sie sich selbst noch nicht gefunden hat als Sängerin. Ah, okay. Sie versucht mit allem so ähnlich zu klingen, wie Gaga das gemacht hat. Ja. Aber das kannst du nicht. Das ist Gaga und sie hat das stört, sage ich dir ganz und ich ehrlich. Und das ist halt der große Unterschied zwischen dem The Voice und der SDS, weil die bei The Voice haben so ein bisschen eher dieses Gefühl, ich mache mein eigenes Ding aus dem Song. Hättest du jetzt jemand anderen den Song singen lassen, der, sag ich mal, ein bisschen erfahrener wäre, der hätte gesagt, okay, ich habe die und die Stimmlage, ich kann dann so und ich so. Ich interpretiere genau, das. Genau, ich mache das so, dass es geil klingt. Ja. Sie hat auch ein krasses Atemproblem. Das merke ich immer wieder bei den meisten Künstlern, die hier singen. Die haben einfach einen sehr, sehr dünnen Atem. Okay. Weil die hier alle hier oben singen, weißt du? Okay. Und hier oben hast du nur so eine kleine Fläche zum Atmen. Das muss aber eigentlich hier unten rumkommen. Aus dem Bauch, also mit dem Zwerchfell die Luft zu kontrollieren. So. Boah, da hätte ich einen richtig guten Atem. Mashallah. Bei so viel Platz. Pavarotti-mäßig. Ja, bei so viel Fläche wie hier bei mir vorhanden ist. Aber trotzdem. Ja, ist auf jeden Fall weiter. Sag weiter. Definitiv. Oben ist einfach mehr geil. Wenn ich einen Tipp geben dürfte, würde ich dir sagen, such dir Vocal Coach, nimm dir ein paar Tipps, wie du deine Atmen kontrollierst, weil du hast sehr, sehr viel Potenzial, sehr, sehr schöne Stimmfarbe und man merkt, dass du singen kannst, aber noch nicht richtig mit dem Instrument umgehen kannst, so leider. Aber sonst 8 von 10 Punkten würde ich dir geben. Ja. Oh. Kleine Frau, starke Stimme. Ja. Für mich bist du eine ganz, 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 ganz große. Das ist echt gewaltig, was wir hier gerade hören durften. Danke erstmal dafür. Dankeschön. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin mir sehr sicher, dass du öfter hier heute das Wort Ja hören wirst. Von mir hast du auf jeden Fall eins. Boah, aus Schwede, du. Die beste Friseurin, die ich je gehört habe in meinem Leben. Dankeschön. Ist ein super Talent. Ja, krass. Finde ich fair von ihm. Klasse. Und man ist fassungslos, dass so eine Stimme aus dir rauskommt. So klein, aber... Ja, so ist es. Boah, ey.
Ey, das ist wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Ah, warte. Aber ich glaube... Goldene Idee. Ah, das meint der! Ah, ich dachte, der will Nein sagen. Na, das finde ich jetzt ein bisschen zu viel. Ich liebe diese Nummer so sehr und du hast sie fast schon besser als Lady Gaga gespielt. Jetzt vertreib mich besser als Lady Gaga. Okay, sie war gut, aber nicht. Diese CD nur einmal vergeben. Was, die Goldene? Oh mein Gott. Vielen Dank. Tschüss. Danke, ciao. Ciao. Das war nicht normal. Für Mike ist die kleine Italienerin die größte. Mit Mikes goldener CD überspringt Ilaria die nächste Runde. Leute! Wirklich, ich hätte das nie gedacht. Sie hat mich wirklich vom Hocker gehauen. Ich war wirklich in einer anderen Welt, als ich ihre Stimme gehört habe. So, Freunde, das war die goldene CD von Mike Singer. Ich war ein wenig überrascht. Ich glaube, Merzat war auch überrascht. Okay, ob verdient oder nicht, sei mal dahingestellt. Für Mike war es verdient. Man soll ja von seinem Herzen ausgehen. Es hat bei ihm perfekt gepasst. Er hat es gegeben, wir gönnen es ihr vom Herzen, das heißt, wir werden sie auf jeden Fall noch sehr weit sehen. Das war's dann mit dem Video, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.